Vorsicht, Fong-Navi. Fong-Navi. Das ist ein bisschen verstellt. Fong raufsetzen. Du kannst mal kurz erklären, was wir machen. Navi anstecken, das ist jetzt mega spannend. Nee, ich dachte jetzt mehr so Anmoderation, Fong-Anmoderation hier. Jo, meine lieben Freunde, ich bin's, euer Pigus, und wir sind jetzt hier gerade beim Navi einstellen, ne, weil wir wollen zum Lausitzring fahren. Da findet heute das Red Bull Air Race statt. Das findet statt, ja. Das findet so von der Neisigkeit her ziemlich statt, so. Ja, es ist gerade 5 Uhr morgens, deswegen sind wir so drauf, nicht wundern. Es ist 5.37 Uhr, wir fahren gleich los. Ja, eigentlich wollten wir um 5 Uhr loskommen, aber... Aber es ist halt, ne, eben so von Art her schwierig, ne? Ja. Und deswegen fahren wir jetzt dahin und wir hoffen gerade, dass sie die richtige Adresse eingeben. Es ist ja nicht so genau, ne? Aber jetzt geht's los. Also bis gleich, wenn wir vielleicht Rast machen oder sowas. Ich weiß noch nicht. Oder wenn wir euch was auf der Fahrt erzählen. Also bis dahin. Bis gleich. Ciao. Saugnapf für die GoPro. GoPro! Damit ihr voll die krassen Zeitrafferaufnahmen von der Autobahn und so. Und die Scheibenwischer im Speed-Up seht. Ja. Hoffentlich ist es in der Lausitz nicht so nass. 20 minutes later. Das ist so, ne? Der darf normal, darf der 60 fahren, ja? Wenn dann aber noch Co-Pilot dabei ist oder noch ein anderer Trucker, dürfen sie 70 fahren, ja? Und wenn jemand auf der rechten Seite sitzt, dann 80 oder 90 oder wie? Ne, aber prinzipiell, das zeigt eigentlich nur, wie LKWs fahren, ne? Wenn sie rechts fahren, dürfen sie 80 bis 90 fahren. Und wenn sie überholen wollen, müssen sie auf 60 bis 70 abbremsen, damit alle anderen Fahrer gedacht sind. Ist halt echt so. Und man darf auch keinen Spazierstock mitnehmen, sehe ich da gerade, oder was ist das? Keine Angst. Ja, machst du, oder? Stell dir vor. Das ist ein Pömpel. Ich will aus dem Pömpel mitnehmen, nichts abzapfen. Nee, ich will gerade vor, so mit der Axt, ne? Wie kommst du zu so einem... So, du arbeitest so bei einer Firma, die so einen Tankwagen, dann kommt der Tankwagen so an und du so, oh, wir müssen jetzt die Flüssigkeit da rausholen. Entweder wir schrauben das Ventil auf oder wir hauen einfach mit der Axt ein Loch rein. Ja. So ein bisschen wie beim Dosensaufen, wo die das unten mit dem Messer aufschneiden und sich runterlegen.
So, jetzt sind wir da. Ja, angekommen. Da oben kommen wir gleich rein. Achso, hallo. Ach, hi, ja. Ja, man, da wir 2 Stunden letzte Nacht geschlafen haben, sind wir schon mal dabei hier so ein bisschen. Unsere Challenge ist heute, möglichst viele Logos ins Bild zu bekommen. Also fangen wir mal schon mal gut an. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten zum Reinkommen, weil mein Bruder noch nicht da ist. Also die sind halt so ein bisschen später, ne? So von Zeit her.
Ja, während ich hier jetzt auf Jonas gewartet habe, weil der gerade auf Toilette war, ne, habe ich mir eine Frage gestellt. Wir sind ja alle hier mit Handys unterwegs, ne? Und wir gucken ja das Red Bull Air Race. Müsste man da den Flugmodus anmachen? Nachdem Jonas jetzt erstmal wieder leer ist, haben wir uns was zu essen geholt. Und zwar hier schön mit dem guten Tetra-Pack-Apfelmus. Ja, Mann. Und Zimt und Zucker. Und Pikus hat sich gerade aufgeregt, weil mit Zucker hat es 2,50 gekostet. Mit Zimt und Zucker auch 2,50. Das heißt, ich habe Zimt geschenkt bekommen und aus irgendeinem Grund. Nein, du hast Puderzucker bei dir drauf. Puderzucker hätte 2,50 gekostet. Und du hast Zimt und Zucker bestellt, du hast Zimt und Zucker und Puderzucker drauf. Ja, das heißt, ich habe Zucker, wie ja, sonst ich denke, auch. Aber die haben noch Kristallzucker mit in dem Gemisch drin mit Zimt und Zucker. Wollen wir zurückgehen und fragen?